Rheinland-Pfalz-Tag gefällt mir sehr gut hier in Bad Ems, weil die Örtlichkeiten eigentlich ideal sind für solche Veranstaltungen. Die Lahn mit den weitläufigen Kuranlagen hier und dem ausgelagerten Verkehr, der dann trotzdem über die Bundesstraße durch die Tunnellösung fließen kann. Rheinland-Pfalz-Tag gefällt mir insbesondere gut, dass sich alle Institutionen des Landes, Vereine, Gruppen und auch Firmen vorstellen können, sich präsentieren können und man auch den Kontakt zu Einheimischen und den Regionen herstellen kann. Und Rheinland-Pfalz-Tag ist eine gelungene Institution, die schon seit damals 1984 der erste Rheinland-Pfalz-Tag in Koblenz immer regelmäßig besuche. Und das Schöne daran ist, dass dann immer die Bevölkerung mit viel Musik, mit den Landesmedienanstalten feiern kann, Künstlerauftritte kostenlos präsentiert werden. Das ist eine super Angelegenheit. Also ich finde die Location hier sehr schön. Ich muss gestehen, vorm Rheinland-Pfalz-Tag war ich noch nie in Bad Ems. Und so ist es jetzt mal eine super Gelegenheit, auch das eigene Bundesland mal ein bisschen zu bereisen. Und also wie idyllisch das hier ist, es ist direkt in dieser Senke drumherum Wald, direkt schön an der Lahn. Also es ist sehr schön gelegen. Die Stände sind toll aufgebaut. Leider bisher noch gar nicht so viel Gelegenheit gehabt, weil wir so viel tatsächlich am Machen sind, am Reden sind. Das Interesse hier scheint groß zu sein. Aber was ich bisher sehe, ist ein reges Treiben, eine gute Stimmung. Also bin gespannt, wenn die Musik losgeht. Aber ja, bisher gute Atmosphäre. Die Vielfalt. Viele Stände, man sieht auch viele Gruppen, die man so gar nicht so im normalen alltäglichen Leben so sieht. Ne? So Selbsthilfegruppe oder Unterstützung für Senioren, was da alles gibt. Ne? War mir so vorher gar nicht bewusst.